Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die Juli-Version der Look Fantastic Beauty Box werfen. Einen Blick hineinwerfen. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Box, die aus England zu uns kommt. Die aus England zu uns kommt und pro Box ab 17 Euro pro Monat kostet. Und ich habe auch einen Code, und zwar ClaudiWelt. Damit kannst du auf deine erste Box ein bisschen was sparen. Schau gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir das soweit verlinkt. Und weil es eine Kooperation ist, habe ich tatsächlich einmal meine eigene Box, die ich jetzt auch mit euch zusammen öffne. Und ich habe auch noch eine Box, die ich in Kooperation zugeschickt bekommen habe. Die möchte ich gerne an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Falls du Bock hast, mehr von mir zu sehen, schau super gerne auf Instagram vorbei. Abonniere mich auch gerne hier, wenn du möchtest. Da verpasst du dann auch keine Videos. Ich lade jeden Tag ein Video hoch. Und ja, dann würde ich sagen, riskieren wir einen Blick in die Box. Ich bin echt gespannt. Beat the Heat ist tatsächlich das Motto, finde ich großartig. Und ja, im Prinzip, ich hatte das eben auch schon mal auf der Look Fantastic Homepage mir angeguckt, soll es darum gehen, dass wir trotz der Hitze einfach ein bisschen was Schönes uns gönnen und ein bisschen Pflege, ein bisschen Beauty haben und gegebenenfalls auch etwas dekorative Kosmetik. Und das finden wir in dieser Box. Wir haben ja eigentlich immer so 5 Beauty-Produkte drin enthalten, die von recht hochpreisigen Marken sind. Im Look Fantastic Online-Shop könnt ihr zum Beispiel auch mit ClaudiWelt immer ein bisschen was sparen, ziemlich viel sogar. Hauptsächlich Pflege, aber auch immer ein bisschen dekorative Kosmetik ist mit dabei. Also Schminky Kapinky, jo, da sehe ich direkt ein Tool und auch ein Puder, das finde ich ja richtig cool. Und ich meine, dass das hier auch das Teaser-Produkt vom letzten Monat war. Triangle Power, Powder Puff Duo von Brushworks. Sehr, sehr cool. Diese Powder Puff-Dinger sind ja super angesagt. Ich habe einige schon hier von LH Cosmetics, von Linda Hallberg habe ich welche da. Eins da aus einem Set. Verwende ich gerne so unter den Augen, wenn ich so einen Blurring-Effekt haben möchte. Oder Maxim hat ja mit Magiamo oder Giacomo Cosmetics auch diese Herzchen rausgebracht. Richtig, richtig cool. Und hier habe ich dann von Brushworks etwas. Brushworks ist tatsächlich eine sehr erschwingliche Marke, was ich gut finde. Aber das heißt nicht, dass die Produkte nicht gut sind. Also ich hatte zum Beispiel auch mal eine richtig tolle Wimpernzange. Zwei verschiedene Größen haben wir hier. Ein wirklich total schönes, großes. Und du hast da drin auch so ein Schaumstoff, ne? Außen drum zu ist es Mikrofaser, das nimmt super das Puder auf. Und hier noch ein etwas kleineres, also richtig cool. Das hier könntest du theoretisch fürs ganze Gesicht so verwenden, ne? Guck mal, wie groß das ist. Und das kleine halt für die untere Augenpartie. Das finde ich wirklich toll. Also das ist schon mal ein cooles Produkt zum Anfang, was wahrscheinlich auch sehr vielen gefallen wird. Und es fühlt sich echt toll an. Also ich möchte schmusen, weil ich einfach irgendwie heute auch gar nicht so gut drauf bin, weil graues Wetter und so weiter, ne? Und dann ist es ganz schön, wenn man irgendwas Schmusiges da hat, muss ich sagen. Und dann haben wir hier auch passend dazu von Lottie London ein Puder drin. Ready Set Go Setting Powder ist das in True Translucent mit 5 Gramm. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar noch hier haben müsste. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich fein. Ich schau mal. Sache. Das hatten wir nämlich schon mal irgendwo auch mit dabei und dann können wir nämlich uns mal das Puder anschauen. Das habe ich auch schon mal verwendet und da es immer noch in meiner Sammlung ist, wird es auch wahrscheinlich ganz gut sein, ne? Und das sieht so aus. Ist jetzt erstmal relativ weiß, aber ja, man kann es halt verreiben und dann ist es translucent. Man könnte jetzt zum Beispiel auch mit dem Powder Puff, also dieses Make-up habe ich vor Stunden geschminkt tatsächlich, kannst du einfach auch dir das so nehmen und dann in dieses Puder reingehen. So, und dann so entweder unter den Augen nochmal nachblurren. Also da, ich finde, da sieht man schon direkt einen Effekt, ne? Dann noch ein bisschen was aufnehmen fürs andere Auge. Mensch, da fühlt man sich, also wenn man optisch frischer aussieht, ne, dann fühlt man sich direkt auch generell etwas frischer. Hier so vielleicht an der T-Zone. Es bietet sich an, wenn man zum Beispiel etwas öligere Haut hat, dass man erst mit dem Blotting Paper den Glanz so abnimmt, um da halt, ne, abzublotten, das überschüssige Öl wegzunehmen. Und dann mit so einem Puder und eben auch mit so einem Puff hier nochmal so drüber gehen. Also mir gefällt es gerade richtig gut. Wirklich toll. Mag ich gerne leiden, ne? Also das Puder, wie gesagt, hatte ich ja auch schon da. Zack. Also ich finde, das hat schon direkt was gemacht. Ich gucke gerade im Display.
Sieht jetzt nicht irgendwie geweißelt aus oder so, ne? Nö, also schon eine schöne Sache. Das ist vor allem auch in Kombi hier drin. Das macht definitiv Sinn. Und vor allem zwei Powder Puffs und so. Ich finde es großartig. Die kommen gleich in der Wäsche und können dann demnächst hier auch mehr in Einsatz genommen werden. Dann haben wir hier, das war auch angeteasert, eine Parfumprobe von dem Idol von Lancôme. Das finde ich sehr, sehr schön, denn das hier habe ich auch von der lieben Emmy geschenkt gekriegt schon in Originalgröße. Vielen, vielen Dank nochmal, meine Liebe. Das ist ein ganz toller Duft, der etwas schwerer ist, aber ich finde ihn sehr, sehr angenehm, sehr weiblich und sehr... Ja, für mich ist es ein wundervoller Abendduft. Also ich trage den auch sehr, sehr gerne. Wenn ich einen Sprüher drauf habe, reicht das bei mir vollkommen aus. Mehr brauche ich echt nicht. Und wie gesagt, das ist eine kleine Probe hier drin. Ich weiß gar nicht, wie viel Milliliter sind das dann? 1,2 Milliliter, aber es ist schön, ne? Weil wir finden ja auch Parfums bei Look Fantastic im Online-Shop. Dann ist es schon schön. Und sowas halt, ja, das macht Sinn, ne? Wenn man dann abends rausgeht und edel sprach da wedel. So, jetzt hole ich mal das große Produkt hier raus. Kenne ich nicht. Aveeno Skin Relief Body Oil Spray. Instantly nourishes very dry and sensitive skin. Schön. 200 Milliliter. Das sieht ja auch interessant aus, ne? Das ist mit, ja, was heißt, wie mit Gerstenöl ist es dann, glaube ich, ne? Ist es Gerste, Oat und Jojobaöl, sehr interessant. Also ich persönlich verwende halt extrem gerne Körperöle an meinen Oberschenkeln, also quasi von Knie bis Hüfte und freue mich da einfach gerade echt drüber, weil das kann ich sehr gut gebrauchen, sowas verwende ich und das mache ich auch immer super intensiv in Anwendung und leer. Ne? Dementsprechend sind 200 Milliliter für mich auch definitiv was Sinnvolles. Ja, da kannst du dann alles soweit mit Feuchtigkeit versorgen. Ist das jetzt ein perfektes Sommerprodukt? Das ist jetzt halt die Frage, weil ich persönlich würde jetzt sagen, im Sommer möchte man ja eher so leichte Bodycare-Geschichten verwenden. Ne? Da ist ein Öl wahrscheinlich ein bisschen zu schwer, aber ich persönlich verwende es. Also für mich ist es definitiv auch ein Sommerprodukt. Dann haben wir hier von This Works etwas drin, Morning Expert Wake Up Spray. Das ist quasi das Pendant zu dem Deep Sleep Pillow Spray. Also damit kannst du dann quasi aufwachen. Das ist ja interessant, wird wahrscheinlich sehr zitrisch riechen. Ne? 10 Milliliter haben wir hier drin, weil es hat halt so orangene Schrift und dann hat man direkt diesen Effekt, dass man denkt, okay, das wird dann wahrscheinlich zitrisch riechen. Nach Orange oder so. Ja, toll. Zitrisch, ja, definitiv. Okay, die Frage ist, wo sprühe ich mir das denn dann hin? Also liege ich dann quasi im Bett und mache einen Sprüher so in die Luft, dass ich wach werde? Ich weiß es nämlich noch nicht. Weil klar, das Pillow Spray machst du dir auf dein Kissen und, oh, guck mal, das macht hier einen besseren Mut, also dass es dir besser geht und steigert die Konzentrationsfähigkeit. Ne? Keine Ahnung. Oder sprüht man halt einfach in den Raum, wenn man da halt so unterwegs ist. Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch zwei Sachen drin enthalten. Einmal ist es so eine kleine Sache, wobei da sind 10 Pads drin, ne? Von First Aid Beauty Fab. Facial Radiance Pads. Helps exfoliate, tone and brighten. Okay, 10 Pads sind wie gesagt hier drin. Also 10 Anwendungen müssten das ja in dem Sinne sein. Da muss man dann zusehen, dass man das hier auch ordentlich wieder verschlossen bekommt. Denn ansonsten hätte ich ein bisschen Schiss, dass es austrocknet. Ne? Oder halt einen Tupperpot machen, das kann man ja auch irgendwie. Ja, alkoholfrei, safe for sensitive skin, die Frau hat. Ja, was mache ich denn damit? Machst du einfach über dein Gesicht, Hals, Dekolleté, einfach... Nachdem du, also jeden Tag kannst du es machen, nachdem du dein Gesicht gereinigt hast. Und hier ist jetzt meine Frage, haben wir hier irgendwelche, also Milchsäure haben wir hier definitiv drin, Glykolsäure, was dann ja AHA sein müsste, da wäre ich ein bisschen vorsichtig damit morgens, ne? Weil es ist halt ein Peeling, das, ja, da brauchst du dann definitiv Lichtschutzfaktor. Also ich würde es dann wahrscheinlich Safety First, also hier hast du auch hier Vitamin C und Hyaluronsäure drin, was super ist, aber ich würde es tatsächlich eher abends verwenden. Und hier steht auch extra ein Warnhinweis, dass du halt wegen der Sonneneinstrahlung aufpassen musst. Gut, dann habe ich hier das letzte Produkt drin und das ist von Avant. Ach, interessant, eine Hair Cream. Ich habe von Avant ja schon vieles in der Hand gehalten, ne? Aber Haarprodukte kannte ich bislang noch nicht von denen. 25 Milliliter sind hier drin. Das wird wahrscheinlich dann auch den Wert der Box sehr hoch treiben, ne? Keratin, Biotin, Aloe Vera, Süßmandelöl, Tocopherol und Kokosnuss haben wir am Start. Und sowas machst du dir dann meistens einfach in das frisch gewaschene Haar, in so ab Ohrläppchen, ne, in die Längen rein, dass es dann ganz entsprechend feuchtigkeitsspendend macht.
Und ich rieche hier Süßmandel und Kokos definitiv raus, wobei tatsächlich das Süßmandel-Gedönsen überwiegt. After Shampooing and Conditioning, genau. Und Do Not Rinse, also nicht ausspülen, das ist halt wirklich ein Leave-In, ne? Kann ich auf jeden Fall mal in Anwendung nehmen. Ich bin gespannt, was sowas kostet, denn erfahrungsgemäß sind solche Produkte von Avantia immer sackteuer. So, hier haben wir dann einmal jetzt die Produkte aus der Box, glaube ich, ne? Ja. Also, was ich persönlich super finde, sind die, also ist das Puder, ist auch definitiv hier diese Powder Puff Dinger und das Parfum und auch dieses This Works Produkt. Das sind für mich definitiv die Sachen, wo ich sage, ja, das schreit Sommer. Das kann man auf jeden Fall gut im Sommer sehen. Was ich eher so als vielleicht Sommerprodukt sehe, achso, das hier ist für mich auch auf jeden Fall ein Sommerprodukt, weil, ne, schöne Haare und so. Was eher so ein vielleicht Sommerprodukt ist, ist das Körperölspray. Das ist halt wirklich eine Geschmackssache, muss ich sagen. Nicht jeder mag das halt so. Und dieses hier ist wirklich mit Vorsicht zu genießen im Sommer. Da halt wirklich nur für die Erprobten. Ansonsten sage ich bei Säurepeelings immer von O bis O. Also von Oktober bis Ostern kann man definitiv Säurepeelings verwenden. Ansonsten wäre ich ein bisschen vorsichtiger damit. Ich persönlich verwende auch im Hochsommer Retinol, AHA, manchmal auch BHA. Bin da aber halt auch wirklich immer sehr, sehr vorsichtig mit. Und ich kenne halt meine Haut. Ich weiß, wie sie reagiert, weil ich halt auch sehr eng mit den Firmen zusammenarbeite, die solche Produkte halt auch auf sehr hochwertige Art und Weise herstellen. Also dementsprechend, ne, ist es halt echt so ein Pluspunkt, den ich persönlich für mich habe. Ja, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr so den Inhalt der Box fandet. Ich fand ihn gut, ne? Aber jetzt nicht so unbedingt Beat the Heat mäßig. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!